Millions of peoples around the world, from Iran, Afghanistan, to the Asian republics, and also throughout Europe and North America, celebrated the equinox, which is the beginning of the spring as the beginning of their new year. So, Nowruz Mubarak, Baharatan Mubarak, and to all of you, happy spring. So these flowers are to everybody here. And then also remembering what Friga said, that we are here in order to allow for letting many flowers to blossom, many ideas of Marxist feminism. So to all of you, happy new year, happy spring. Genau. Also Sie haben alle gesehen, Sie sind da. Ja, herzlich willkommen zu diesem vierten Panel auf der Konferenz. Ich frage auch kurz, ist es gut verständlich so, weil man das hier vorne nicht so gut hört, wie das rüberkommt? Gut, dann gehe ich ein bisschen näher rein. Ja, ich begrüße alle ganz herzlich zu diesem vierten Podium auf dem Weg zu einer humanen Gesellschaft. Mein Name ist Sabine Plonz und ich komme aus Deutschland, lebe in Münster und betätige mich so im Schnittfeld zwischen Theologie und Sozialwissenschaften in Forschung und auch als Autorin und unter anderem eben auch als Redakteurin bei der Zeitschrift Das Argument. Und das ist wohl der Grund, warum ich auch hier bei dieser Veranstaltung involviert bin. Wir haben ein anspruchsvolles Thema und auch nach meinem Empfinden eine anspruchsvolle Konferenz. Und mir ist es so gegangen, dass es ein Eindruck ist, der ungeheuer reich ist und ungeheuer vielfältig, komplex, aber einen auch mal ein bisschen überfahren kann. Und ich habe einfach versucht, mal kurz selber zu überlegen, wo stehen wir eigentlich jetzt im Ablauf dieser Gesamtveranstaltung. Sicherlich gibt es sehr verschiedene Perspektiven, die man darauf haben kann. Ich habe nicht das Konzept der Gesamtveranstaltung erarbeitet, also bin da nicht autorisiert, das zu beurteilen, aber habe gedacht, vielleicht ist es gar nicht so schlecht, um heute Nachmittag in diesen Teil auch hereinzukommen, wenn ich da zwei, drei Worte als Angebot sage, um uns jetzt hier nochmal zu verorten. Am Freitag gingen mir spontan zwei Sätze, zwei Zitate durch den Kopf, die ich jetzt nur so aus der Erinnerung zitiere, als Reaktion auf den Vortrag von Frigga und auch die anderen Beiträge und immer mit dem Blick auf das heutige Thema humane Gesellschaft. Das erste war aus einem, glaube ich, indigenen Kontext, ein Wort, was ich vor vielen Jahren mal gehört habe: In einer Gesellschaft mit mehr als 1000 Menschen kann man kein Mensch sein, kann man kein menschliches Leben führen. In einem Gemeinwesen, das größer ist als 1000 oder 2000 Menschen. Und das andere, eine Lesefrucht, auch vor Jahren schon, bei Claude Lévi-Strauss, der in den traurigen Tropen berichtet, wie er über lange, lange Zeit durch Brasilien reist, in Kontakt versucht zu kommen mit kleinen indigenen Gemeinschaften, die dort leben, und versucht herauszufinden, was deren Gesellschaft, deren Strukturen eigentlich ausmachen, und irgendwann feststellt, er kann vieles nicht entschlüsseln, was er wahrnimmt an dem, was, wie die Indigenen sich zum Beispiel schminken und kleiden oder eben auch nicht kleiden. Ihre ganze Symbolsprache schwer zu verstehen ist. Und da kommt so ein Satz wie ein Aha-Erlebnis von ihm: Ich suchte eine Gesellschaft und fand Menschen. Er war anscheinend bei der Begegnung mit vielen dieser ganz kleinen Gemeinschaften nicht in der Lage, die normalen gelernten Vorstellungen von dem, was eine Gesellschaft ist, zu identifizieren, und hat ja doch eine Gesellschaft auch von Menschen dort gefunden. Und genau diese beiden Sätze, da kann man sicherlich auch noch einiges anderes sagen, gingen mir durch den Kopf, weil wir hier sehr viele, sehr große, sehr komplexe und
vom Anspruch her ja holistische Theorien aufarbeiten, referiert bekommen und diskutieren. Und jetzt natürlich die Frage ist, wie kann man das auch wieder handelnd und im Bewusstsein handelnd in den Griff bekommen, sodass man damit auch weiter arbeiten kann. Und dann hatte ich so ein bisschen das Empfinden, ich stehe entweder vor einer Gletscherspalte zwischen diesen großen, wichtigen Angeboten, weiter zu denken, sich intellektuell auch da fortzubilden, oder auf vielleicht einer Art Äquatorlinie. Also Gletscherspalte ist ungünstig, wenn man einen Schritt vorwärts macht, dann kann man abstürzen, Äquatorlinie hat man die Möglichkeit, einfach weiterzugehen. Und das vielleicht ein bisschen so eine Impression des Wechselbades der verschiedenen Einheiten, die wir hier miteinander bewältigt haben. Wenn wir jetzt gucken, ja, auf dem Weg zu einer humanen Gesellschaft, dann war mein Eindruck, dass es dann auch darum geht, das, was hier vorgetragen wird, wiederum mit Alltagskompetenzen und Erfahrungen von Menschen in ganz verschiedenen Kontexten zu verbinden. Und da vielleicht noch ein weiterer Eindruck. Ich hatte die Impression, dass vielleicht, wenn wir diesen großen Konferenzraum hier so vor uns sehen, dann hat dieser vier Ecken, wie das meistens bei solchen Räumen der Fall ist. In der einen Ecke sehe ich so ein bisschen die Theoriedebatten, wobei deutlich wurde, dass es eigentlich theoretische Anstrengungen gibt, aber nicht den Anspruch, eine alles erklärende Wahrheit und Rezeptur oder Programmatik zu verkünden. Eine zweite Ecke sind die vielfältigen sozialen Kämpfe und Bewegungen, an denen viele beteiligt sind, zu den unterschiedlichsten Themen. Eine dritte Ecke ist eben diese Alltagspraxis, dieses Stichwort, was ich eben angesprochen habe. Und da die vielleicht noch nicht so stark ausgesprochene Frage, mit welchem Weltbewusstsein, welcher Weltwahrnehmung und welchen Ideologien und normativen Vorstellungen sind diese Alltagspraxen eigentlich bei den Menschen verbunden. Und die vierte Ecke, da sehe ich so ein bisschen die Entwürfe, die Utopien, die Projekte, die politischen Projekte, die man versucht zu formulieren. Und wäre vielleicht ideal, wenn wir das schaffen können, diese vier Ecken sozusagen in eine gewisse Spiralbewegung im Rest der Gesamtkonferenz zu überführen, dass diese Zugänge auf das Konferenzthema da so ein bisschen noch, ja, das Miteinander dieser vier Dimensionen oder Zugänge noch etwas stärker deutlich werden kann. Und da ist natürlich auf dem Weg zu einer humanen Gesellschaft ein ziemlich wichtiger Zwischenschritt. Und da möchte ich eine Problematisierung, aber auch gleichzeitig natürlich den Impuls, der uns wahrscheinlich alle hier auch bewegt, hervorheben. Das Humane, das ist, glaube ich, das, was die Frage ist, worum geht es da eigentlich? Dass wir auf einem Weg sind in einem historischen Prozess, ist klar. Gesellschaft ist bei der Versammlung hier auch keine Frage, dass man die analysieren muss, verstehen muss und versuchen will und muss auch zu gestalten, zu transformieren. Aber was macht eigentlich das Humane aus? Und ich denke, da gab es schon viele Anregungen zu sagen, das kann natürlich nicht eine anthropologische Grundaussage sein. Es gibt keine ontologischen, keine Identitäts-, keine Zuschreibungsmöglichkeiten, um einen für alle gültigen Entwurf des Menschlichen vorzustellen, auf den wir uns jetzt von unseren verschiedensten Zugängen und Kontexten verständigen, sondern es ist doch ein Kriterium und vielleicht selber eine Utopie, wenn wir auf dem Weg zu einer humanen Gesellschaft finden, die wir uns da immer mitschleppen. Und eine Utopie, also nicht das Bild des oder der Menschen, sondern eigentlich das Menschliche als Kriterium in unserem Denken und Handeln zu reflektieren. Und da sind sicherlich auch viele normative Annahmen, sowohl auf der theoretischen wie auch auf der Alltags- und Sozialbewegungsebene mit im Spiel, die wir vielleicht gleich in den Beiträgen auch
wahrnehmen und auch in der Plenardebatte noch ein bisschen diskutieren können. Wir haben zwei Referentinnen da, die, wenn ich jetzt noch mal mir erlauben darf, mit meinen Worten das zu sagen, zwei verschiedene Zugänge vorstellen werden, wo es darum geht, politische Handlungsfähigkeit, eigentlich ein politisches Handeln zu reflektieren, ausgehend von zwei verschiedenen Themen, die Sie bearbeiten. Und letztlich, ja, die beiden werden das vorstellen und Anne Ferguson zu meiner Rechten wird dann die Beiträge, die sie vorab schon mal reflektiert hat, kommentieren und ein bisschen befragen. Und dann werden wir sehen, ob wir, je nachdem, wie die Beiträge auch konkret jetzt aussehen werden, einen kurzen Moment noch mal eine Reaktion zwischen Ihnen beiden, euch beiden haben werden und dann aber auch natürlich die Diskussion hier mit dem Plenum führen. Und viel vorstellen muss ich die beiden nicht oder alle drei eigentlich nicht, weil sie hier schon sehr präsent sind. Neben mir sitzt Gabriele Winker, Arbeitswissenschaftlerin und feministische Forscherin aus Hamburg. Ich glaube, das reicht, ne? Und ja, das andere kommt gleich in dem Beitrag sicherlich noch klar zur Sprache. Und Shahzad Mojab, ich hoffe, das richtig ausgesprochen ist, hat hier schon viele Beiträge vorgestellt, ist also international agierende Pädagogin und also Professorin für Fragen der Pädagogik, der Gewaltreflexion von einer Vielfalt von Frauenprojekten und wurde ja auch schon durch das Buchprojekt hier nochmal sehr deutlich, was sozusagen die Spannbreite auch ihrer Arbeiten ist. Spannend fand ich in der Biografie, die in dem Heft auch abgedruckt ist, der Hinweis auf künstlerische Projekte und die Verarbeitung von diesen feministischen Themen in künstlerischen Darstellungsformen. Das fand ich deswegen spannend, weil ich glaube eigentlich, dass die Frage nach der humanen Gesellschaft sehr stark darauf gucken muss, welche Ressourcen haben wir eigentlich zur Verfügung, die uns auch ja, auf verschiedenen Ebenen ermächtigen, Fantasie zu entwickeln und Kampfkraft und auch Darstellungsformen zu finden, die viele Menschen ansprechen können. Und da ist sicherlich der Zugang über künstlerische oder aktionistische Wege sehr, sehr wichtig, gerade wenn man auch an die Popularisierung unserer Themen denkt. Und hier zu Rechten sitzt Anne Ferguson, die hat auch mir eben schon erklärt, dass sie über ihren Werdegang auch ganz gerne in dem Kommentar, den sie gleich sprechen wird, etwas sagen wird. Von daher beende ich mal diese Vorstellung. Jetzt möchte ich Shahzad einladen. Und, Entschuldigung, ja, genau. Also Gabriele fängt an und du machst dein Thema. Gut. Liebe MitstreiterInnen, ich freue mich enorm, hier vor so einem kompetenten, politisch erfahrenen und internationalen Publikum sprechen zu dürfen. Und ich danke Frigga zunächst einmal. Sie hat uns alle hierher gerufen. Und wie es so ist, wir folgen natürlich Friggas Ruf. Und ich finde es ganz toll, dass ihr alle gekommen seid. Herzlichen Dank dafür. Und ich werde jetzt die Situation einfach gnadenlos ausnutzen und ein Projekt vorstellen, was eben feministische marxistische Feministinnen hier in der Bundesrepublik Deutschland versuchen auf den Weg zu bringen, rund um die Care-Bewegung, rund mit dem Stichwort Care-Revolution. Und ich will es euch vorstellen und ich habe die große Hoffnung, dass wir vielleicht dann auch darüber debattieren können. Und es ist ein konkretes Projekt und ich hoffe natürlich schon, es soll eine soziale Bewegung werden oder ist es im Werden auch schon. Aber ich hoffe trotzdem, dass ihr in der Vorstellung auch viele von diesen theoretischen Sprenkel wiederseht, die wir heute zwei Tage lang ja schon diskutiert haben, denn wir kommen aus einer theoretischen Tradition selbstverständlich auch und versuchen daraus eben unser kleines Care-Projekt, die Care Revolution, in Fahrt zu bekommen.
Ausgangspunkt meiner Überlegungen, auch dieser im Werden begriffenen Care-Bewegung, ist die Situation, dass in einem so ökonomisch starken Land wie die Bundesrepublik Deutschland auch hier immer mehr Menschen Schwierigkeiten haben, den Balanceakt zwischen Lohnarbeit und Reproduktionsarbeit zu meistern. Und vor allem Frauen leben in einem permanenten Gefühl, diesen Anforderungen nicht gerecht werden zu können. Wir haben da am Freitag bereits drüber gesprochen. Sie sind konfrontiert in ihrer Lohnarbeit mit Flexibilitätsansprüchen, die permanent wachsen, mit Leistungsdruck, der zunimmt, mit unbezahlten Überstunden, mit Reallohnsenkungen. Und gleichzeitig sollen sie nun diese beruflichen Anforderungen verbinden mit einer zunehmenden Aufgaben im Selbstmanagement und auch mit größer werdenden Leistungsansprüchen, was die familiäre Sorgearbeit angeht. Verschärfend kommt in dieser Situation hinzu, aus Kostengründen, aus Reduktion, also zum Zwecke der Kostenreduktion werden staatliche Unterstützungsleistungen eben nicht ausgebaut, sondern abgebaut. Und die Konsequenz ist, dass wir in der Realität eine Arbeit ohne Ende erleben, dass Selbstsorge zu kurz kommt, dass Muße zum Fremdwort geworden ist und dass diese permanente Überforderung, ohne dass es zu Erholungspausen kommt, eben zu Erschöpfungszuständen führt, bis hin zu den psychischen Erkrankungen. Darüber hinaus sind auch all die menschlichen Bedürfnisse von, oder viele menschlichen Bedürfnisse von Kindern oder kranken Menschen, die auf unsere Sorge angewiesen werden, werden nicht erfüllt. Das heißt, dass die derzeitige Politik, die auf die profitgeleitete oder auf das profitgeleitete Wachstum zentriert, nicht nur, wie allgemein angenommen wird, das Ökosystem der Erde zerstört, sondern auch den Menschen. Diese nur kurze Skizze, das wisst ihr ja zu großen Teilen auch, von Mangel, von Überforderung, von sozialem Leid, ist Folge der Krise sozialer Reproduktion. Und unter dieser Krise sozialer Reproduktion verstehe ich die Zuspitzung des im Kapitalismus immer vorhandenen Widerspruchs zwischen Profitmaximierung einerseits und Reproduktion der Arbeitskraft andererseits. Im Neoliberalismus äußert sich das so, dass wir alle aufgefordert sind, im erwerbsfähigen Alter, alle, unabhängig vom Geschlecht, unabhängig vom Familienstatus, unabhängig von der Anzahl der zu betreuenden Kinder und der zu pflegenden Angehörigen, unseren Lebensstandard selber, für unseren Lebensstandard oder für eben unser Überleben selber aufzukommen durch den Verkauf unserer Arbeitskraft. Gleichzeitig werden nun aber all die Aufgaben, mit denen die Beschäftigungsfähigkeit gesichert werden muss, also lebenslanges Lernen, sich gesund und fit halten, das wird verstärkt wieder übertragen an die Beschäftigten und ihre Angehörigen selbst. Das Ganze ist ein... Oh, sorry, der muss weiter weg. Ich weiß immer nie, wo es hin soll. Das ist so mein Problem. Also ich gehe einfach weiter weg. Ist es so besser? Super, alles klar. Ja, dann kann ich auch freier reden, das kommt mir sehr entgegen. Gut, also, und das ist eine kostensparende Verschiebung von Sorgearbeit und das funktioniert natürlich im Kapitalismus nur deswegen, weil ein Großteil der notwendigen Arbeit eben unbezahlt von Frauen und meist auch abgewertet in den Familien ausgeführt wird. Der Punkt ist, deswegen sprechen wir von einer Krise sozialer Reproduktion, dass es noch nicht mal klar ist, ob diese Politik gelingt. Wir haben in der Bundesrepublik jetzt ja schon Bereiche, wo Arbeitskräfte fehlen, und zwar qualifizierte und voll ausgebildete Arbeitskräfte. Doch selbst mit diesen Auswirkungen der eigenen Strategie, die nicht optimal sind, hält das Kapital grundlegend, aber wirklich grundlegend derzeit an der Reduktion der Reproduktionskosten fest. Und staatliche Maßnahmen greifen nur in dem Moment, wo es ansonsten wirklich zu einem großen Fehlen von Arbeitskräften führen würde, also zum Beispiel von qualifizierten Frauen würden dann deutlich fehlen, wenn man nicht diesen Ausbau der Kitas vorantreiben würde.
Also diese Ansätze gibt es, aber selbst in diesen Ansätzen ist der Kostendruck das Grundlegende, sodass dort auch Standards, Qualitätsstandards nicht eingehalten werden können. Und in solcher Krisensituation nun Reformmaßnahmen durchzusetzen, ist enorm schwierig. Reformmaßnahmen, die den Menschen mehr finanzielle und zeitliche Ressourcen für Sorgearbeit für sich selber und für andere ermöglichen würden. Denn diese Schritte sind immer mit einer Steigerung der Reproduktionskosten verbunden und beeinträchtigen damit ganz direkt die Kapitalverwertung. Und selbst wenn es uns gelingt, mit noch so einer starken sozialen Bewegung und noch so viel Kräfteverhältnis verschieben, ja, also Reformprojekte zu erstreiten, durchzusetzen, werden wir zu keinem neuen stabilen Akkumulationsregime kommen, sondern diese Reformprojekte werden immer wieder aufs Neue umkämpft bleiben. Und deswegen ist die Aufgabe einer erfolgreichen Care-Bewegung, diese Veränderung, diese Reformprojekte permanent weiterzutreiben und tatsächlich alle Bedingungen zu revolutionieren, unter denen Menschen leben und eben häufig auch leiden. So, und da bin ich bei unserer Transformationsstrategie der Care Revolution, die den Anspruch hat, genau diesen Anforderungen gerecht zu werden. Und diese Transformation, diese politische Transformation Care Revolution geht aus oder betont ganz stark und ganz grundlegend die Sorgearbeit. Früher hat es gestern auch lebenserhaltende, lebensverwirklichende Arbeit genannt. Und das sind natürlich aufgrund von feministischen Erkenntnissen, stellen wir das ins Zentrum und zielen mit der Care Revolution ansonsten darauf ab, gemeinschaftliches Zusammenleben ausgehend von menschlichen Bedürfnissen zu realisieren. Damit ist ein grundlegender Perspektivenwechsel verbunden. Es geht um nichts weniger als die Herausforderung, ja, nicht mehr die Profitorientierung, sondern menschliche Bedürfnisse ins Zentrum des gesellschaftlichen Handelns und damit auch des ökonomischen Handelns zu stellen. Die Care Revolution betont durch die Bedürfnisorientierung den Gebrauchswert der Arbeitsergebnisse und tritt damit der kapitalistischen Verwertungslogik entgegen. Dadurch, dass Sorgearbeit, die ja in ganz vielen politischen Konzepten unsichtbar bleibt und auch in linken Konzepten unsichtbar bleibt, als Bezugspunkt für eine Gesellschaftsveränderung bewusst gewählt wird und gleichzeitig Geschlechterkonstruktionen, geschlechterhierarchische Arbeitsteilung deutlich in Frage gestellt wird und grundlegend in Frage gestellt wird, ist das, so denke ich, ein zutiefst feministischer Entwurf. Indem gleichzeitig neben Geschlechterverhältnissen auch Klassenverhältnisse, rassistische Herrschaftsverhältnisse, bodhiistische Herrschaftsverhältnisse in ihrer Verwobenheit mit einbezogen werden, denke ich, ist es eine feministisch-marxistische oder marxistisch-feministische Perspektive. Klar, allein schon die ersten Schritte eines solchen Konzepts erfordern eine gesellschaftliche Mobilisierung und damit auch eines, unter anderem auch eines Zusammenarbeitenden, eine Zusammenarbeit von Care-Aktiven über ganz verschiedene Care-Bereiche hinweg und auch über verschiedene Positionen im Sorgearbeitsverhältnis hinweg. Und wir haben in der Bundesrepublik tatsächlich auch Initiativen von pflegenden Angehörigen, Elterninitiativen, Gruppen von Menschen mit und ohne Migrationshintergrund, Gruppen mit Menschen mit und ohne Behinderung, Gruppen von Flüchtlingen, die sich gegen die Überlastung wehren und auch gegen die permanent nicht anerkannte Sorgearbeit zur Wehr setzen. Darüber hinaus gibt es viele Care-Beschäftigte in Krankenhäusern, in Altenheimen, in Kindertagesstätten, die nicht mehr bereit sind, die inhumanen Bedingungen des Status quo, und zwar inhuman gegenüber den Beschäftigten selber, aber auch gegenüber den Betreuten, weiter aufrechtzuerhalten. Und wir haben junge Menschen,
die organisiert sind in antikapitalistischen, linken, aber auch queer-feministischen Organisationen, die sich gegen eine Welt zur Wehr setzen, nicht zuletzt vor 3 Tagen in Frankfurt in Blockupy, in der für sie für sich kein gelingendes Leben sich vorstellen können. Und circa 70 dieser Gruppen, dieser sehr unterschiedlichen Gruppen, haben sich im Netzwerk Care Revolution zusammengeschlossen. Politisch setzen wir uns zunächst dafür ein, dass es eine existenzielle Absicherung für alle gibt. Nicht nur, aber auch über die Realisierung eines bedingungslosen Grundeinkommens. Mit der Verkürzung der Erwerbsarbeitszeit für Vollzeitarbeit wollen wir uns neue Zeit erkämpfen für Sorgearbeit, für zivilgesellschaftliches, für politisches Engagement, Arbeit, ganz in der Tradition auch der 4-in-1-Perspektive. Wir setzen uns ein für den Aufbau, Ausbau des gesamten öffentlichen Bereichs, Bildung und Erziehung, Gesundheit und Pflege, denn nur darüber ist es ja überhaupt möglich, dass Individuen entlastet werden und dass es auch überhaupt eine neue Qualität wieder gibt in der öffentlichen Daseinsvorsorge. Selbstverständlich geht es auch darum, die Arbeitsbedingungen der Beschäftigten, der Care-Beschäftigten in Krankenhäusern, Altenpflegeheime, in Kitas zu verbessern, die Arbeits- und Verdienstmöglichkeiten zu verbessern, aber auch die soziale Absicherung von vor allem ja migrantischen Beschäftigten in den Privathaushalten endlich mal sicherzustellen. Das alles ist nur möglich über eine grundlegende Umverteilungspolitik. Diese sozialen Auseinandersetzungen um die genannten angesprochenen Reformprojekte und viele andere, und das ist mir jetzt wichtig oder uns wichtig, gilt es jetzt zu verbinden, permanent mit dem Eintreten für eine Gesellschaft, eine andere Gesellschaft, eine humane Gesellschaft, eine solidarische Gesellschaft, in der tatsächlich solidarisch organisiert alle ihre Wünsche realisieren können und ihre Fähigkeiten entwickeln können. Und diese Strategie der Care Revolution geht bewusst über den Rahmen des derzeitigen Systems hinaus. Und das ist das, was wir gestern auch schon mehrmals diskutiert haben, was Rosa Luxemburg 1903 mit der revolutionären Realpolitik meinte. Ich gehe jetzt nun ferner weitergehend. Ne? Das ist ja soll ja eine Revolution sein. Das sind wir ja noch nicht. Also ich gehe jetzt nun davon aus, dass der Ansatz für eine Vergesellschaftung, eine grundlegende Demokratisierung tatsächlich im Care-Bereich liegen kann. Dafür spricht das Zusammenwirken meiner Ansicht nach mehrere Faktoren. Zunächst einmal ist die kollektive Organisation von Care absolut grundlegend für die Existenz aller von uns. Und gleichzeitig greift ihre Gestaltung ganz tiefgehend in unser Leben ein. Ferner ist es so, dass diese Profitorientierung, dass es im Care-Bereich deutlich wird, viel deutlicher auch noch als in anderen Bereichen, dass diese Profitorientierung menschlichen Bedürfnissen entgegensteht. Wird weit wahrgenommen, dass es unsinnig und kontraproduktiv ist, Menschen nach Prinzipien maximaler Profitabilität heilen, betreuen, pflegen, erziehen, unterstützen zu wollen. Es ist einfach schwer denkbar. Ferner ist anerkannt, dass die derzeitige Struktur der öffentlichen Daseinsvorsorge nicht nur zu mangelnder Qualität führt, sondern auch zu hohen sozialen Ungleichheiten. Darüber hinaus ist aber auch im Care-Bereich es so, dass es sehr unterschiedliche Wünsche von Menschen an so eine Infrastruktur gibt. Und deswegen macht es doch genau da Sinn, bei der Gestaltung von Kinderbetreuungsplätzen, bei der Gestaltung von Unterstützungsleistungen für ältere Menschen, bei der gesundheitlichen Vorsorge und Prophylaxe, bei der Gestaltung von Bildungsangeboten, alle mit einzubeziehen und in einem gemeinschaftlichen Prozess, auch Diskussionen über Prioritäten, dann für vielfältige Angebote zu realisieren, auszuprobieren und zu realisieren. Und das ist deswegen so gut möglich im Care-Bereich, weil diese Projekte im kommunalen Bereich möglich und umsetzbar sind. Denn die allermeisten Care-Dienstleistungen lassen sich dezentral organisieren, also im Stadtteil oder auch im Dorf. Und so kann ich mir vorstellen, dass aus dem konkreten Miteinander
Formen der Selbstverwaltung sich entwickeln, weil Menschen als Experten und Expertinnen ihrer Bedürfnisse vor Ort sprechen können und dann auch entscheiden können. Wenn das so ist, dass eben der Ausschluss von Ausgrenzung, die demokratische Gestaltung, eine Bedürfnisorientierung, ein Ziel von so einer solidarischen Care-Bereich sind, dann sehe ich zwei Wege, wie die gangbar sind, um dies zu erreichen. Erstens eine schrittweise Demokratisierung all dieser bisherigen privatwirtschaftlich, staatlich oder wohlfahrtsstaatlich organisierten Infrastruktur. Wir denken da an Care-Räte, gewählte Care-Räte, die eben auch ihrer Basis rechenschaftspflichtig sind. Und zum anderen eine Neugestaltung von Care-Projekten durch kollektive Projekte. Und da denken wir, dass es genug Erfahrungen gibt von Wohnprojekten, von Produktionskollektiven, gestern hatten wir es von früher von den Kinderläden, von Nachbarschaftsläden, die dafür genutzt werden können. Ich denke, dass beide Wege, die stehen ja manchmal kontrovers nebeneinander, dass beide Wege sehr attraktiv sind und deswegen durchaus ausprobiert werden könnten und dann auch Gemeinschaft und auch verbunden werden könnten. Mit der Etablierung jetzt dieser zentralen und dezentralen Strukturen, in denen tatsächlich demokratisch entschieden wird, bedürfnisorientiert und tatsächlich demokratisch, können Menschen viele Erfahrungen sammeln, können Erkenntnisse gewinnen, die es dann darüber hinaus ermöglicht, die gesamte Ökonomie demokratisch zu gestalten, also auch über den Care-Bereich hinaus. Und bei dieser Vergesellschaftung aller Produktionsmittel, da enden ja nun manche Entwürfe. Und mir ist aber noch ein wichtiger Schritt, noch wichtig kurz, aber wichtig umso mehr. Mit der Herausbildung und Weiterentwicklung einer solidarischen Gesellschaft, wie ich es so ganz grob versucht habe zu umschreiben, gilt es trotzdem nach wie vor in diesen Kollektiven, dezentral und zentral, permanent darauf zu achten und zu reflektieren, die immer wieder neu entstehenden Hierarchien, Ausschlüsse, Abgrenzungen, Ausgrenzungen. Denn das ist ja klar, wir kommen aus einem System, wo die ganzen Prinzipien der Unterordnung entlang dieser Kategorien, wir haben es heute besprochen, Geschlecht, soziale Orientierung, berufliche Kompetenz, rassistische Zuschreibung, Leistungsfähigkeit, körperliche Leistungsfähigkeit, ja fest verankert sind. Und die Care-Aktiven, das ist schon heute unser Ziel, denen geht es darum, diesen damit verbundenen Diskriminierungen entgegenzutreten. Gleichzeitig ist es aber notwendig, und das scheint mir noch ein sehr langer Prozess zu sein, immer wieder auch in dieser schon weiter fortgeschrittenen solidarischen Gesellschaft sich bewusst auseinanderzusetzen mit den als die anderen konstruierten Menschen und das verheigene Verhalten dahingehend immer wieder in Frage zu stellen, zu verändern, auch natürlich in Gemeinschaft. Das scheint mir ein wirklich sehr lang anhaltender Prozess zu sein, aber ein durch und durch notwendiger. Und da sehe ich auch manche Stärken eines feministisch-marxistischen Entwurfs. So, und wenn man nun da, es uns da gelingt, eine Kultur zu etablieren von Miteinander und Solidarität, dann, glaube ich, können wir tatsächlich beginnen, auch eine solidarische Gesellschaft zu gestalten, in der ja, Menschen sich nicht mehr als Konkurrent innen gegenüberstehen, sondern in der tatsächlich das zentrale Konstruktionsprinzip Solidarität ist. Dankeschön. Ja, danke Gabriele. Ein Entwurf ausgehend von den Erfahrungen mit den Arbeitswohlfahrts- und Geschlechterregimen in der Bundesrepublik Deutschland, aber eben auch ausgehend von vielfältigen sozialen, professionellen und ehrenamtlichen zivilgesellschaftlichen Anstrengungen, die münden in der Umgestaltung unserer Ökonomie und Gesellschaft und auch letztlich in der Utopie, der menschlichen Utopie, die wir hier angesprochen haben. Vielen Dank und ich möchte jetzt Shahzad bitten, Ihren Beitrag vorzustellen. While we're waiting for
2 minutes video that I have prepared for you to be ready. I just want to mention that there will be a huge theoretical regional shift from what you just heard from Gabrielle in my presentation. And also this is preparation of this video is based on my commitment to popularizing knowledge and a different way of using of the art as a way of presenting the result of my research and data. And on this project that I have worked for a long time on the struggle of Kurdish women, one of the outcomes has been a DVD that has based on 7 years of my research that I have produced with another filmmaker that her name is also Shahrzad Arshadi. I've turned the information about that DVD in a bookmark type so that you don't throw it away even if you don't want to watch it, but you can use it. So I have some of the bookmarks on the table here. Do you hear me now? So what you saw is sort of a visual representation of the outline of the paper that I will walk you through. So the concept revolution continues to be the site of bitter theoretical, political, and ideological struggles. Revolution has been glorified, denigrated, vilified, suppressed, appropriated, exploited, and rejected. I don't aim at presenting a history of this struggle.
In this presentation, I try to make a few points about revolution in the context of the debate between Marxism and feminism, but also specifically I'll try to bring all these theoretical debates in the context of a very important contemporary struggle that it is happening, and that is the women's struggle in Rojava and the entire struggle there, that it is called Rojava Revolution. And I will problematize that. Now let me start with the left theorization against this concept of revolution. In the wake of the 2008 economic crisis of capitalism, some economists and politicians turned to Marx in a search for understanding the near collapse of capitalism. Many saw in the crisis of 2008 a repeat of the collapse of 1929. The present and future of capitalism has not escaped the attention of popular culture, especially science fiction. Decades before 2008, Past Tense, an episode of Star Trek Deep Space Nine, which was produced in 1995, depicted the year 2024, we are not far from it, when the crew of a starship Defiant returns to Earth and lands in San Francisco, where the poor, the sick, the unemployed, the homeless, and the mentally challenged people are herded into fenced-off ghettos called sanctuary districts. And the rich live in fortified heavens protected by mechanized armies. In Elysium, another movie produced 2 years ago, the Earth is a place devastated by overpopulation, hunger, disease, exploitation, and injustice. The rich minority has abandoned the Earth and lives in a space colony called Elysium. The future depicted in these science fiction films is our present in 2015. To be brief, it is not difficult to understand that capitalism has turned into an obstacle to life and living on the planet. So there is a spectrum of different tendencies among the left in order to explain and help us understand the situation. One, and I summarize it in three major tendencies. One will not challenge such prognosis that I talk to you. Second one will agree that capitalism cannot be stopped bit by bit through reforms. And the third one claimed that capitalism has changed drastically to the extent that its contemporary dynamics drives society toward communism without revolution. They claim that the law of value and wage labor no longer operate in an economy that it is based on immaterial labor and immaterial production. Negri is of that tendency, who claims that, the quote, the epoch of wages is finished and the struggle has moved from the level of a fight between capital and labor regarding the wage to a fight between the multitude and the state. The end of the quote. This means that there are tendencies within the left which envision a communist future without class struggle and without social revolution. The idea of communism without revolution seems odd under present conditions of expansion of pre-capitalist forms of exploitation in Asia, Africa, and Latin America. Bonded labor, forced labor, modern slavery, child slavery, and human trafficking are on the rise. Equally significant is the resistance of women, peasants, farmers, landless people, Aboriginal people, black people, urban homeless, and poor people around the world. The oppression of women, ethnic and religious minorities is part of this green picture. Throughout the world, the patriarchal regime is conducting an endless war on women, in quotation. The rise of fascism, nationalism, xenophobia,
religious fundamentalisms and imperialist rivalry has created a terrifying situation with a dark future for the 99% majority. Much of the Middle East and North Africa, the place that I'm best familiar with, is trapped in an ending war between imperialism and religious fundamentalism with a devastating effect on ordinary life of people. Under these conditions, it is difficult to envision any rupture with the status quo without revolution. In recent decades, capitalism has changed dramatically. What has not changed, in my assessment, is the fundamental contradiction of capitalism. That is, it's a system in which production is highly socialized and the ownership of the means of production is highly privatized. The contradiction between the social nature of production and the private nature of the appropriation of labor underwrites capitalism. Social production is composed of the unity and a struggle of two opposites, productive forces and relations of production. Now, as capitalism continues to spread to every corner of the world, resistance to the exploitation and poverty it creates continues in many old and new forms. There is also considerable struggle for political rights by women and the rest of the oppressed population. The Arab Spring struggles, which inspired many, failed in achieving quote-unquote democracy, by which they meant freedom of expression, freedom of assembly, and free elections. Some of these movements demanded economic justice too. The centerless, all of these are in quotation, the centerless, leaderless, and I also add to it Tahrir Square-based movements, because Tahrir Square as a space became a sort of a generic name for the resistance of people throughout the world. A lot of squares throughout the world were also called Tahrir Square. So these Tahrir Square-based type of movements, they all failed to see the role of the state as the guardian of the social and economic system, as a force of counter-revolution. And the struggle of the Kurdish people that I will refer to in more details of Syria, which is called Rojava. Rojava means the western part of Kurdistan, suffers from the same illusions that brought the Arab Spring to a tragic end. By early 2014, let me walk you through the Rojava situation today. By early 2014, when the Syrian regime withdrew its forces from Rojava, one of the Kurdish parties known as Democratic Union Party, and in Kurdish it's PYD, declared an autonomous regime in three parts or cantons of Rojava. The Democratic Union Party is a leftist nationalist organization ideologically and politically affiliated with the Kurdistan Workers' Party, or PKK, in Turkey. The formation of these autonomous cantons was opposed by the Syrian opposition groups, including the Free Syrian Army, Turkey, the United States, and even the Kurdish region government in Iraq. Islamic fundamentalist forces were staunch enemies of the Kurds, and ISIS, or Daesh, launched a major offensive in order to topple the autonomous cantons. This war centered on the city of Kobani in September 2015. It attracted the attention of the media, and the people throughout the world were inspired by the women partisans who defended the city and defeated the ISIS in the course of a few months and left the city in ruin. Many observers compared Kobani to Stalingrad and Madrid during the anti-fascist struggles of the previous century. Images from the battlefield dramatized a sharp contrast between young women in fatigue with machine guns, which you saw some of it, fighting a brutal
theocratic and misogynist army. The women of Kobane showed a face of the Middle East which had been obscured by the media and academia. And what is that image? Women are ready to fight the capitalist, patriarchal, militarized, misogynist forces by all means. This is not the image of the women of the Middle East that we see in the popular culture. In fact, Kobane was not unique, and I have to add to this, because we have had this tradition in the Middle East for a long time. If you look at the history of the struggle of women in Palestine, Yemen, Oman, and Iran, you see that decades of this type of a struggle. The Democratic Union Party does not advocate socialism or revolution. It aims at building radical democracy. This is also in quotation. The idea of building radical democracy without engaging in a state building was formulated by the PKK leader Abdullah Öcalan while in jail in Turkey. In Turkey, PKK hopes to bypass the Turkish state and form this democratic autonomy in the Kurdish region in southeastern Turkey. Radical democracy, democratic confederalism, it's another name for it, consists of a set of interrelated councils and assemblies in neighborhoods, villages, towns, cities, municipalities, and provinces. Liberal democracies, top-down or vertical order of rule will be replaced by bottom-up and horizontal relations. Moreover, every organ of radical democracy will be under the joint leadership of a woman and a man, and at least 40% participation of women will be guaranteed in all institutions and the organs of this democratic federalism. However, if PKK is held back in its project of building democratic autonomy and democratic confederalism due to the mighty presence of the patriarchal, capitalist, and racist Turkish state, the Kurds of Rojava, in the absence of the Syrian state, have felt free to put this roadmap and this idea in practice. The claim that radical democracy is practiced in the absence of a state is betrayed by the fact that the autonomous administration in Rojava has acted like a state. It's in fact, I would call it a de facto state. It has a highly organized political party at the helm. It has a well-organized army. It has legislative, administrative, and judicial organs of power. It engages in diplomacy with representatives in many countries. It has media and satellite TV station. All of this has been made possible through the initiatives of the Democratic Union Party and the disintegration of the Syrian state. In fact, Rojava has emerged as a functioning autonomous region in the midst of war and destruction because the leadership was able to organize itself as a state. Rojava has put a valiant resistance against the dark force of theocratic misogyny. In the realm of theory, however, it has been less daring. The vision of the leadership is bourgeois democracy decorated with the title radical democracy or democratic confederalism. No doubt, one cannot expect the newly established Rojava cantons to abolish patriarchy and private property while its very existence is threatened by ISIS, Turkey, Iran, Iraq, and other adversaries in the region and beyond. But this is not the point. I have tried to assess the vision, horizon, and roadmaps of the leadership
and the claims it has made about radical democracy and its critique of socialism and communism. Marxist theorization of revolution was informed by many revolts and revolution, especially the experience of 1789, French Revolution, and the Paris Commune of 1871. What distinguishes a revolution from revolts, rebellions, uprisings, or insurrections is not the composition of the participants, but rather the goals or aims of those who lead it. In clear contrast, the claims of PKK and Democratic Union Party, Marxism claims that the abolish of class society and its private property, patriarchy, religion, nation, and borderless cannot happen without party leadership and without the state. And this is the case in spite of the fact that the party and the state are themselves products of class society. This is the contradiction that Marxism has tried to resolve. How to move to classless society with the aid of the institution that originated in class society. That is political party and the state. In other words, political party and the state are also the product of the same contradictions that is that we are trying to sort of resolve. In addressing this question, Marxism argues that the state must abolish itself in the course of socialist construction, which is compromises rather a long period of transition from socialism to communism. This involves the abolition of the working class too. Patriarchy has survived bourgeois democratic and socialist revolutions. Marxist feminism have since the 60s made enormous contributions to our understanding of the ties that bind patriarchy and capitalism. Today, as in the beginning of capitalism, the accumulation of capital continues to thrive on the back of women. Much progress has been made in the recognition of the rights of women by the state while domination and violence continues everywhere. Okay, I need 2-3 minutes to finish. How can this contradiction be resolved without revolutionary transformation of society? Now let me take you to my concluding remarks as I don't have much time to continue. So thinking through the horror of our time, a world that is messy, chaotic, and riddled with injustice, violence, war, and lawlessness, I observe traces of an order in this anarchy. At the core of this disorder contradiction is the logic of patriarchal, racist capitalism and imperialism, in which women's bodies and sexuality are at its battleground. Resistance to this capitalist, imperialist, racist, fundamentalist, and nationalist order, and to the state carved up by the imperialist powers out of the remnants of older empires, began immediately and everywhere on the three continents and continues in our time. Women participated actively and on mass scale in the uprisings in Arab countries that began in December 2010 in Tunisia and spread throughout the Middle East and North Africa. They were organizers, leaders, and cyber activists. They, together with males and side by side with them, called for the replacement of the dictators with parliamentary democracy and thus left the socio-economic system and the class structure intact. Even worse was the centerless and leaderless politics that was proudly advocated by many, including secular youth groups. While the poverty-stricken majority did not gain any ground, women lost even more as they were subjected to male violence, even in the streets and squares.
Within a period of 2 years, the dictators were toppled in Tunisia, Egypt, Yemen, and Libya, and were succeeded by well-organized groups advocating another form of dictatorship in the form of theocracy. Not long after the Egypt, the main center of political power in the Middle East and North Africa, the army ignored the popular quest for parliamentarianism and installed a military dictator at the helm of the state. In Syria, the diverse groups opposed to Assad's dictatorial regime relied on regional and imperialist powers of military and political support. Within a year, the country turned into a battlefield between the Assad regime and Islamic fundamentalism. So, all of this, it means that it seems as if people in the Arab streets were replicating the 1979 Iranian revolution that I participated in. And in the case of both the Iranian revolution and the so-called Arab revolution, the absence of a feminist revolutionary consciousness, that is theory, politics, and organizing, made it possible for imperialism and Islamic fundamentalism to suppress any struggle for revolutionary change. Iranian poet has beautifully, meaningfully, and metaphorically captured my experience of participating in the 1979 revolution in Iran. The joy of a raindrop and the sorrow of it in a swamp. This reflects my experience of more than 30 years ago, joyously watching the life-living raindrop, that is revolution, only to abruptly recognize its horrid fall into the abyss, the defeat of the revolution and coming into power of the Islamic regime of Iran. This is my fear for the Rojava revolution, and therefore what I would like to advocate, it is that in order to build any sustainable feminist revolution, it has to have the agenda of being both anti-imperialist and anti-fundamentalist in order to envision a different revolution. Thank you very much. Yeah. Thank you very much for those wonderful presentations. My name is Ann Ferguson, and I first want, I'm speaking from here because I'm making comments on these papers really at the last minute, so I have to read from my, try to look at my notes on my laptop. I wanted to thank Friga Haug and Ruth Mai, particularly for organizing this wonderful conference that brought us all together. I think it's really important. I have heard a lot of wonderful debate and disagreements and also agreements. Just relax a little bit. Because, sit back. No, it was a little bit loud. Because oh, too loud? Yeah. Only the breath. Okay. How's this? Yeah. So, in the spirit of feminist interest in social positionality, let me just say a little bit about my political situation position, where I come to feminist theory and socialist revolutionary theory. I am an academic, but I'm also an activist. I have been a socialist feminist for years, since the 1960s. I was active in the civil rights movements, both the African American civil rights movement as a white ally, also the Chicano movement, also the Native American movement in the US. And I also, in the 1970s and 80s, worked against US imperialism in Central America, particularly for supporting wars of national liberation against US-supported dictators in El Salvador, Guatemala, and Nicaragua. And I continue to work with Nicaraguan autonomous feminists who
were Sandinistas fighting in that revolution that was did seize state power, but then were disappointed by the patriarchal turn of the Sandinistas under Daniel Ortega. They are doing, they continue to do work in an alternative form of local economy that involves women's cooperatives and also doing popular education about women's rights, including the right to abortion, which the Sandinistas have completely outlawed now, even if it threatens the life of the mother. So it's more reactionary. So this is my experience. I've also been for years in solidarity with the Cuban Revolution. Now, as feminists, I have critiques of some of these revolutions, and that leads me to some points I'm going to make about these talks. I myself have written like this. Yeah, I have written several books that involve my vision for a socialist feminist society, which uses the concept of council socialism as the state we want to achieve, which involves some of the aspects of decentralized planning through workers' councils, consumer councils, something like some of the experiments now going on in Venezuela, which has developed. Both tried to use the power of the state, and there was an armed revolution there by Chavez, to develop these forms of local power, popular power. And I'm watching that with interest to see how that goes. I noticed that the social councils in the local level have a large percentage of women who are meeting to discuss. For example, as Gabrielle Winker in her paper talked about, the local needs for creation of more childcare, more health care, more employment for both men and women, and they make the local decisions themselves in a kind of participatory budgeting procedure from money that's given by the state outside the party political process. That seems to me to be an interesting experiment. I wanted to now turn to some comments on Sherzad's paper, and then I will go back to comments on Gabrielle's paper. So I think one of the issues that we need to think about, we have two main issues here. What is our vision for a more human, humane society as socialists, feminists, Marxist feminists? Secondly, what kind of organizing strategy and conception of revolution do we have to get there? Very simply, those are the issues that are being dealt with here. I wanted to discuss first my points of agreement with Sherzad. I think it's very interesting her analysis of the role of women in the Kurdish struggle in Rojava and Syria, and her critique of the way that the work there, the revolutionary groups there, are not really understanding the fight to be against capitalist patriarchy, and substituting the concept of radical democracy as a goal. And she points out, I think rightly, that that has not brought full rights to women there, that they in fact still have limited rights to divorce and no real rights against sexual violence. I do agree with her critiques of Hart and Negri, that that whole kind of autonomous Marxism is very oversimplistic in assuming that the multitude is the new revolutionary agent against capitalism. And I have myself have written articles about criticizing their idea of immaterial labor that ignores women's care labor and effective labor and other forms of wage labor that is key to reproducing the capitalist system that needs to be organized and addressed, not just the intellectual workers that they concentrate on. I also agree that
that was Sherazade's particular argument about the contemporary battles between Western imperialism and religious fundamentalism in the Middle East. But where we part company is in the generalization that she draws, that armed revolution to overthrow capitalism is always inevitable, no matter what the concrete situation. And so what I wanted to do is highlight this question of how we approach the concept of revolution. I agree with Marta Jimenez and Nira Yuval Davis's distinction that we have to have we have to theorize on both the abstract and the concrete level of analysis. If we're talking about armed revolution, for example, at the historical or concrete analysis of specific situations, that may be necessary in the Middle East. It clearly was in Nicaragua and Cuba against dictatorships. It may also be true in Venezuela. But it's not true necessarily that in the US or Europe there couldn't be some kind of nonviolent civil disobedience, social justice movements that would eventually be able to overcome the capitalist state and set up some kind of state that involves socialist feminist principles. So I think we need to make a distinction between our historically specific analysis of what kind of revolution is necessary and our general concept of revolution. I want to secondly talk about the transition problem in Marxist theory, and particularly Leninist theory. That Lenin talks about the notion of the vanguard party and the dictatorship of the proletariat as a necessary way to get to a socialist or a communist revolution where we can have the principle of solidarity and democratic control of the working class. But there are problems. There have been problems historically with achieving that transition, because there's the question: who represents the proletariat, and when a revolutionary party seizes state power, does in fact it end up substituting managers of the common property that themselves are an elite that simply, in fact, are no longer responsive to any kind of democratic popular power input. Lenin thought this could be allayed by having the Soviets and all power to the Soviets, that is, the workers' councils. But in fact, those workers' councils dissolved in the early phase of the Russian Revolution, and there was nothing then substituted for them. Now, there's lots of explanations of why the existing state socialist revolutions had problems in establishing that kind of participatory democracy. I won't go into them right now. I just want to suggest that we really need to think of lessons from other kinds of revolutionary struggles that are happening today that don't easily fit into the Marxist paradigm nor the capitalist paradigm. So, for example, can we take some kind of lessons from the kind of participatory democracy that occurs in what some people call the solidarity economy? That is, the creation of workers' and consumers' cooperatives, the fair trade movement, social community councils, as I mentioned, modeled in Nicaragua, who in fact empower women in the community often. And there are other ways to reorganize the economy that are neither just top-down state socialist planning or capitalist, even though they may involve a socialist state. So, we need to think this through. Now, in terms of revolutionary values, it seems clear that one thing we have to do, and here I'll refer to Cynthia Coburn, what she said yesterday, was it? I can't remember, so much that's happened. But that when we're thinking about revolutionary values and challenging gender, male domination, we have to think about masculinity and femininity as being revolutionized. That is, we have to think about
challenging the feminine stereotypes and roles that have restricted women, but also the masculine roles that have restricted men, and redefine patriarchal masculinity, that to challenge the gendered body identities that we have been socially constructed with, that reinforce patriarchal relations, including male violence against women and men's non-reciprocal contribution to caring relations in love and the family. And so, for example, I quote bell hooks, a U.S. black feminist who makes the suggestion in her position that feminists should be urging men to create a new feminist masculinity. So this should be part of our feminist revolution, and even suggests that perhaps this can only happen in practice if men are encouraged to care as fathers for children and to care for, do some of the caring work that women have done. Now, I want to just also mention that in the question of women in revolution, I have seen the same kind of images that Shahrzad presented of women in the struggle in Rojava, in uniform, in Cuba, in Nicaragua, and I've also seen those revolutions after seizing state power send those women back to the home, out of the powerful positions in the military, relegate them from any position in revolutionary leadership to, you know, either minor functionaries in the state or back to feminine defined care positions in the economy. So we have to think about this transition backlash problem that happens and how we deal with it. I wanted to also point out the question of ethnic, racial, religious differences in the transition period. If only one of the races or ethnic groups is represented in the revolutionary takeover, if there's no coalition, it's a mix of such groups, how can we avoid relapsing into either a racial, ethnic, or religious hierarchy in which distribution of material goods goes to only one ethnic or racial peoples. Yes, okay, let me go on to Shahrzad. To Gabriela. Yeah, I want to say something about, okay, let me say something about Gabriela. We did start late, and you did talk quite a bit at the beginning, so I think maybe I should have a little bit more time. So let me just comment now about Gabriela Winker's paper. I really like your paper, the idea of care revolution as a feminist Marxist transformational strategy is great. I agree, and myself have written some things about the crisis of care in capitalist societies and the need for a care revolution. I'm still not clear about our political strategy for achieving such a transformation of values. I don't quite see how we are going to challenge people's heterosexist, classist, racist, ethnicist prejudice in order to deal with this conflict, especially in a globalized world. I'm really happy to hear that there's a queer feminist alliance around trying to do a care revolution project here. That's fabulous. But I'm wondering about, you know, the fact that you're starting in Germany, we have the socialism in one, the care revolution in one country problem in a globalized capitalist world. You know, and so the question is, how do you in fact deal with the immigration situation where this happens in the US too, as was pointed out by Martha Jimenez. We have much of the care work being done by undocumented immigrants, racialized immigrants. In our case, African-American women and men are doing care work that's unpaid, underpaid. And in our country, they don't even get health care benefits. Here I hear that you have Polish women who come and, in fact, take care of elders, are only here for 3 months and then are shifted back. So there's a very difficult time way to organize. The question is, how do we avoid a national chauvinism that basically, you know, tries to create a care revolution for the people who are considered, you know, the authorized citizens in a community, which really cannot deal with the globalized forces that, you know, are bringing in immigrants and creating this capitalist crisis, world capitalist crisis of values. So those are that's my question. Okay, thank you.
Ja, auch an Anne Ferguson, herzlichen Dank für den Strauß nochmal an Erfahrungen und Anfragen und Kommentaren zu den beiden Vorträgen. Wir sehen, es gibt eine gewisse Diversität in den Schwerpunkten und ich habe mich jetzt schon die ganze Zeit gefragt, wie es sinnvoll ist, diese beiden Ansätze und auch die Impulse von N miteinander zu diskutieren und kam jetzt zu der Lösung, mal zu fragen, gebt doch mal ein Handzeichen, wer möchte eine direkte Anfrage oder Kommentar zu dem Beitrag von Gabriele stellen, dass wir mal so einen kleinen Überblick bekommen, wie viel voten wir vielleicht, dass wir das ein bisschen separieren, weil es, glaube ich, sonst sehr durcheinander geht. Gibt es direkte Reaktionen, Anfrage an den Vorschlag, den Gabriele gemacht hat? Momentan erstmal nicht, können wir aber gleich trotzdem noch darauf zurückzukommen. Dann nehme ich an, es gibt einige Kommentare oder Fragen an Shahzads Vortrag oder sonst machen wir auch eine Generalaussprache. Okay, dann du, da war eine, zwei. Ich würde sagen, nehm so drei oder vier Wortmeldungen und dann der junge Mann mit dem. Ja. First, I want to thank you for the great. Should I speak English or German or doesn't matter? No, thank you for this great. Experiences that you allowed me to have. I have a very special question about the relation of feminist or gender the relation of feminist consciousness in revolutionary activism, as you mentioned it, about the revolution in Iran. And one point that you didn't mention, which is not my critique because you had not much time, but what Anne Ferguson said, the importance of racializing or the critique on racializing groups within the revolutionary activism. For example, in Iran there was the phenomenon of Persian chauvinism against Kurdish people, Azerbaijani people, or other ethnic minorities. And what you think is the relation between the women's rights and also the ethnic minorities in the leftist movement in Iran then and now? Thanks. Okay, danke. Das Mikro wandert jetzt gerade nach ganz hinten. Es ist ein bisschen schwer, das zu sehen, wer gleichzeitig oder zuerst sich gemeldet hat. Okay. Ja, okay, dann machen Sie und dann Sie da hinten und dann gehen wir wieder hier nach vorne. Okay. Okay. Thanks very much to all the presentations. I wanted to, sorry? Das war jetzt ein Missverständnis. Ich kann Sie nicht sehen, deswegen, es hatte eigentlich hier vorne jemand schon angesetzt zu sprechen und es ist gut, wenn alle aufstehen, die reden, weil es wirklich ein bisschen schwer zu erkennen. Und wenn Sie vielleicht warten und Sie zuerst sprechen. Soll ich dann warten? Nein, Sie sprechen zuerst und dann Sie. Ich habe drei kurze Sachen, beziehungsweise auch eine Frage. Ich würde gerne das gleich auch mit ansprechen. Nachher bestimmt bekomme ich keine Zeit. Also ich bin Shahzad sehr dankbar für diese genaue und auch ausführliche, ziemlich Ausführungen. Ich kann Shahzad das
unterschreiben, was du gesagt hast. Ich möchte eine Bemerkung trotzdem machen, und zwar der Unterschied, auch vielleicht kannst du auch das vielleicht an deine Frage anknüpfen, der Unterschied zwischen jetziger Situation, sowohl im Iran als auch unter uns Frauen und Leute, die einfach Widerstand leisten. Damals wussten wir nicht so genau, was wir wollen als linke Gruppierungen. Besonders, wir wussten, dass wir ein Schah-Regime nicht haben wollen. Aber wir haben nicht gesagt, was wir dagegen dann, was ist unsere Alternative. Das war uns gar nicht genau. Und das war das größte Fehler, was damals gab. Das wird bestimmt heute nicht mehr wiederholt. Und das ist ein bisschen meine Hoffnung. Ich habe eine kurze Antwort auf deine Frage. Deine Frage lautete, wie kann man mit Einwanderung umgehen? Also meine Antwort bezieht sich direkt auf Deutschland. Also zwei Vorschläge. Einmal die Waffenlieferungen einstellen. Waffenlieferungen Deutschland in die Welt, überall. Die Waffen bringen nur Menschen um. Diese Waffen sind nur für Kriege führen und nichts für anders. Für Arbeitsplätze, so wie gesagt wird, in Hamburg höre ich immer wieder, dass man sagt, das sind unsere Arbeitsplätze, wenn die Waffenlieferungen eingestellt werden, was soll mit diesen, also Hafen ist ja, das brauche ich euch gar nicht mehr zu sagen. Also Stopp mit Waffenlieferungen von Deutschland, von überall, aber ich rede jetzt von Deutschland. Und die deutsche Regierung soll doch aufhören, diese reaktionäre und korrupte und frauenfeindliche Regierungen überall zu unterstützen. Guckt euch doch mal Saudi-Arabien an. Frau Merkel hat neulich, nicht nur Frau Merkel, die ganze Regierung, auch SPD ist ja auch daran beteiligt, haben gesagt, also jetzt ganz neu haben sie nochmal so und so viele Millionen Geschäfte mit Saudi-Arabien gemacht, und zwar Waffenlieferungen. Ich denke, diese zwei wichtige Schritte, wenn diese zwei gemacht wird, werden wir nicht mehr so ein Elend haben, dass so viele Menschen aus allen Ländern, die Kriege dort geführt wird, im Mittelmeer von diesen Einrichtungen, die auch mit Steuergeldern bezahlt werden, namens Frontex und so weiter, dass das so viele Menschen umkommen. Also mein Vorschlag, Stopp mit Waffenlieferung und Stopp mit Unterstützung von reaktionären Regimen, da sind zwei meiner Meinung nach nur zwei Schritte, man muss noch viel mehr machen, aber zwei wichtige Schritte. Ich bin, glaube ich, mit der Zeit, okay, danke euch. Dann jetzt die Meldung da hinten und dann gehen wir hier vorne. Well, thanks once again. I mean, all the contributions were just so wide-ranging and rich. I just want to focus particularly on the question of the state, and I wanted to thank Shahzad particularly for raising the question of the state. I do, however, want to make the point that in the Middle East, it's not just a question of fundamentalism, which is very contradictory, because actually the Egyptian revolution, the counter-revolution, was carried through by the Egyptian state and the army, which was secular, against the Muslim Brotherhood. So it's actually a bit more complex, and they did it in the name, in part, of defending women's rights, and particularly of making themselves so-called the protectors of the Coptic community in Egypt. So it's the whole question of oppression, and us being very clear about defending all people against oppression is absolutely crucial. But I want to have a longer discussion with you about that. But I wanted to take it. What I think was absolutely wonderful about what you said was that you can't get around the question of the state. And I mean, I took my hat off to the women, obviously, as well as the men, but the women, the Kurdish women, actually fighting in Kobani. But when Anne then said that actually she thought that the question of the state and violence did not apply perhaps in the United States and perhaps in Europe, I fundamentally disagree. And I think it is fundamental. One of the lessons that Marx drew was precisely 1871, as you said, on the question of the state.
the most powerful imperial nation on the globe is not going to allow us to take you know, the means of production and reorganize society without a fight. That's the first thing. Secondly, I think it's really important because of what is happening in Greece. There we have seen through a combination of working class struggle, of social movements, of anti-racist movements, you know, the fight against Golden Dawn, you know, the Nazi Golden Dawn. There we have seen finally a government which is elected, which is anti-austerity and has a vision of a different kind of society, which is not dominated by the market. And there the question is going to be posed, A, will they be able to stand up to the forces of European, you know, European capital, international capital, and say, we will not carry through what the banks are determining that should carry through, or will they buckle? That's the first thing. But the second thing is, if they do succeed in standing up to it and saying no to it, then at that point, you know, there may well be generals waiting in the wings who say, we're not going to allow this to happen. We've seen this before. And therefore, that whole question of the need for us to take seriously the question of where power lies inside society, and therefore what force we can have, and that's where Marx did actually talk about the centrality of the working class being the counterpole inside society, which has the potential power structurally to deal with that. I think that is a question which we need to, you know, to draw out more and need to discuss more. And I think it is urgent because of the question of Greece, as well as obviously other parts of the world. So, dann würde ich gerne hier vorne die Wortmeldung noch abrufen. Ich weiß aber nicht jetzt gerade, wo das zweite Mikro ist. Ach so, da ist es. Hier. Thank you very much for all your presentations. My name is Ece. I am from Turkey. I'm a member of Socialist Feminist Collective. My question is for Şahrzad and also a few comments about what Anne said. I have two questions, actually. Middle East is so complicated, messed up, and very deeply, deeply sad story. But when I think about South Kurdistan, I wonder, can the bourgeois democracy exist or dominate society without a bourgeoisie, without the bourgeois class? Because as far as I see, in the South Kurdistan, there is no Kurdish bourgeois class, but Turkish bourgeoisie and the US bourgeoisie dominates the South Kurdistan, which is North Iraq. And even they have just a little bit of petroleum, I think, and the Turkish bourgeoisie just agreed with US to take this petroleum out and most probably give a little bit pocket money to the Kurdish people to rebuild the hospitals and the schools that US destroyed. And Northern Kurdistan could be a little bit different. But the South Kurdistan, I don't see a bourgeois class rather than Turkish, US, and international bourgeoisie then. And I see mostly in those independent places, subsistence, economy-based rural areas that they are trying to do something. But it is very ridiculous for Turkish left and socialist people to take this radical democracy and autonomous ideas and try to adopt them in the middle of Istanbul, which is a deeply bourgeois society. That's why this is just one concern about your presentation. And the second thing is, you explained very well how to move classless society, and I agree with it, and I also admire Lenin's work and everything. However, what about how to move the genderless society? When I have the gender lenses on my eye and look at what is happening in Rojava, Kobane, and other cantons, I see a progress in terms of gender which did not exist in a socialist or communist society before. It may not be communist socialist enough, but in terms of gender, I see a huge progress. And it makes me to
realize some distinguishing features of Kurdish women's movement, which is different than Nicaragua or Cuba. That is why I don't want to be dismissive about the movement. They have distinguishing, they are valuable, not because of, not because they fight against ISIS. We may not like them, we might think that they don't fight against imperialism enough, but they fight against their men very strongly. They have a separate organization, separate leadership, dual presidency, and also we have Kurdish women here that they can explain better than me as an oppressing nation member. But also, they fight against their men, and they fought a lot, actually. And these distinguishing features did not exist any nation-based independent movement, Ireland or Nicaragua or Cuba. That's why I think we should not be very, very dismissive. Thank you. Dann haben wir jetzt noch hier eine Wortmeldung und dann würde ich gerne an das Podium nochmal zurückgeben. Ich habe eine Frage an Herrn Kiesler. Ich hatte sie wirklich verstanden. Ich komme aus Deutschland. Also mein Name ist. Mein Name ist Sibylle Stamm und ich komme aus Deutschland. Ich habe eine Frage an Gabriele. Wir haben ja gestern eine ganze Menge gehört über die vier in einem Perspektive als einem utopischen oder real-utopischen Gesellschaftsentwurf. Und Gabriele hat vorhin die vier in einem Perspektive als eine marxistisch-feministische Perspektive, sie hat auch mitdiskutiert in der Arbeitsgruppe, genannt. Jetzt habe ich die Frage an dich. In der Vier-in-Einem-Perspektive ist die Arbeit am Leben oder die Care-Arbeit ein wichtiger Bereich von vier Bereichen, wo wir der Meinung sind, die strategisch zusammengehören. Meine konkrete Frage also, wie stellst du dir allein in diesem Bereich der Care-Revolution die, ich sag mal, revolutionäre Sprengkraft vor? Oder wie könntest du strategisch das zusammenbauen, die vier in einem Perspektive und die Care-Revolution? So, jetzt ist Gelegenheit, it's the opportunity for the panelists to react. I try to respond to these very important questions that every single one of them can be also a topic of one full discussion, which I think that it's very important. So I'll just, in my response, I'll try to make the connections and walk through these important contributions that you have made. Without being dismissive and disrespectful to my colleague Anne Ferguson, it feels a bit unsettling when we use the notion of generalization when we talk about concepts such as revolution or a state or democracy. But then when we use concepts such as participatory democracy, gift economy, green economy, care economy, we do not see it as generalization. We see them as a actually feasible project of reorganizing the society. So I think that we have to be sort of a consistent a standard of making these type of claims. So
I have been studying for 3 decades and have written about the women and war. I teach a course on women and war, women, war, and learning. And especially the concept of learning, it is very important for me in that, which means that summarizing the experience of the women's movement in the past. In that course, I look at the experience of Latin America, but most importantly, also Asia and the Middle East. There are many women that there are good documentaries and undocumented experiences of women of Tamil, for example, women in India, and women in Oman, and Yemen, and Libya. These are the places that we have the image of the media image as what is happening today. But we have forgotten that in the 70s, in 1970s, I'm not talking about centuries ago, I'm talking about a few decades ago, these women were engaged in the socialist secular struggles. So we need to understand what happened. What happened to this struggle and why we are in this mess as we are. And the conclusion of this study is this universal experience of women coming out of massive sacrifice, dedication, but coming out of it defeated. So my fear and my sort of the visceral reaction to what is happening in Rojava, not only based on my own experience as a young woman, with much desire, participated in the 1979 revolution in Iran, but is also based on this massive literature and the historical analysis. So the question of the state and the notion of the democracy, when we are thinking through the vision for the future society, is extremely important for me. And that's why that these are the two key terms in this the book on Marxism and feminism. We need to study the past history of the short experiments of humanity with building socialism. It's very important for us to think about it, that those were short experiments. It is as if they were as long as what capitalism has created this destruction in the life of humanity, but that they were the experiments of socialism, especially in the USSR and China. They were just a sort of a blip in the social in the history of humanity. As feminists, we need to look at this history and what happened to those movements. 2 years ago, we had the major Berkshire Conference, which is the major conference of the women historians. Majority, a whole set of presentations were related to the experiment, to the history of the experience of women participating and building the socialist society in USSR and China. It's an amazing body of the literature. We do not use them, we do not look at them, we do not read them, they do not enter into our theorization. What went wrong? What went wrong when within few years after in the early 1920s, the first country in the world to legalize homosexuality and homosexual marriage was the Soviet Union. It was reversed within a few years after that. Why? What happened to that struggle? What happened to the massive achievements but immediate setback to it? Is this, we even don't have a workshop on that topic in order to understand why the defeat of the socialist revolution. But for me, that is one step of knowledge and learning. The second one is that understanding with the shortcomings and theoretically what went wrong. For me, it means that
The idea that I'm presenting is contradictory, and I know that it is difficult to understand it. Today, for feminists, it's important to think, what kind of a state are we envisioning for the future that can lead the society through the transition of socialism to communism, and within that transition to abolish itself, not to turn into an authoritarian, patriarchal, racist sort of a state and institution, but work in order to abolish itself. And with that, to abolish class relations. Why do I say that? Because I think that the socialist states are class-based, patriarchal states. By coming into power as a socialist state, it doesn't mean those relations have been abolished. This means the continuous struggle for justice, reorganizing the society, for abolishing patriarchal relations, for abolishing capitalist relations, and it will take a long time. Let's not have any illusions that any kind of the socialist revolution, be it in Rojava or anywhere else in the world, it means the end of patriarchal capitalist imperialist relations. The second thing that I want to talk about, and I'll have just two more points to make. One is the question of US imperialism. I think when we talk about the kind of a state and social relations that we want to sort of create, and especially when it comes from the Western-based feminists, what I don't see is a real, real deep analysis of the imperialist relations of the Western power that not only creating and destructing the lives of people in the Western countries, that's why that this notion of care, you know, the families and the destruction of the entire welfare state, but also we do not relate that to the mayhem that has been created in the rest of the world. We either have this either or understanding of US imperialism, and as I'm using it as US, but it is all Western imperialism, probably would be a more accurate argument that I'm trying to make here. We have, as feminists, we have either or position. We either pay close attention to the functioning of the capitalist imperialist power in the region that we are, and we do not see what it does to the rest of the world, or we only look at the imperialism as a military war aggression that it is happening somewhere else that has not, that it is not related to our lives. We do not put the militarization, aggression, the creation of Guantanamo Bay as this global incarceration and the destruction and violence that it is happening throughout the world. So I think that we need to overcome this sort of a regional understanding and open up the possibility for looking at the function of these relations more globally. In terms of the question of two questions, finally, one is the racialization that you raised. I really agree with you that most of the political parties left, if that's what you mean in the Middle East, they remain extremely nationalist and racist and sexist, and these are all the sort of ills of these sort of mode of organizing that we need to overcome. I agree with you, and this is very, very important. I disagree with you, AJ, totally, in the sense of the bourgeois class, that the Kurds of South, if you mean by South, you mean the southeastern Turkey, the Kurdish region of Turkey, that there is no bourgeoisie. Is that what you mean, or which South do you mean?
Oh, okay, that's even worse than AJ, unfortunately, because I know those societies really well, and I see that what is happening is that after the occupation of Iraq and the invasion of Iraq and the creation of the autonomy of the Kurdish region of Iraq, the booming economy as part of the war economy, as part of the imperialist sort of the domination of that region, a very corrupt bourgeois class is created, that it is extremely colluding with imperialist capitalist powers, and also they are now colluding across the border with the bourgeoisie of the Kurdish region of Turkey and the bourgeoisie of the Iraqi Kurdistan. This is the coming into power of the bourgeois class built upon the war and the destruction of that has been created in that region. And unfortunately, in Turkey, this is exactly the Kurdish bourgeoisie that it is now participating within the Turkish state as a way of sort of reorganizing the society. It's a big debate, but I don't agree with you that there is no bourgeois class among the Kurds, be it in South Kurdistan or the Turkish region. I think I'll stop here and then we can discuss more. Thank you. I think, Gabrielle, do you want to answer? Ist das an? Ja. Hört ihr mich hier? Okay, okay. Ja, also Shahzad, ich gebe dir zunächst mal völlig recht, dass es darum geht, nationale Reformmaßnahmen, Schritte hin in eine andere Gesellschaft immer verbinden zu müssen mit einer globalisierten Sicht der Dinge. Nur bin ich nun hier aktiv in der Bundesrepublik Deutschland, die nun gerade alles, das Kapital in unserem Land, alles dafür tut, um die Krise zu exportieren in alle anderen Länder der Welt und es zu verheerenden Lebens- und Arbeitsbedingungen gibt, schon im südlichen Bereich von Europa. Und die Frage ist, was können wir hier tun? Also mir ist klar, erstens hier in der Bundesrepublik werden wir sicherlich nicht die Ersten, sondern eher die Letzten sein, die mit einer revolutionären Perspektive hier vorankommen. Das muss man ja mal so ganz klar sagen. Aber was wir doch tun können, ich finde es für mich beschämend, wenn wir dann die Situation jetzt in Griechenland, selbst in Europa haben und von der Bundesrepublik Deutschland aus passiert beinahe gar nichts an Unterstützung jetzt für all die sozialen Bewegungen, linken Bewegung, die hier jetzt für neue Arbeits- und Lebensbedingungen in Griechenland kämpfen. Und wir schauen sozusagen zu, wie gerade das in der Deutschland ansässige Kapital diese Bedingungen noch deutlich erschwert und eine Krisenregulation auf Kosten aller anderen Länder macht. Deswegen ist es für mich, es war ein Beispiel, was wir hier im Kleinen tun, auch um sozusagen das, was ich ja versucht habe zu schildern, diese Krise sozialer Reproduktion nicht davor zurückzustrecken, sondern Maßnahmen für unsere Bevölkerung hier in der zu erkämpfen, sodass es überhaupt, auch im globalen Wettstreit sozusagen, ist ja das bundesdeutsche Kapital super gut aufgestellt, um alle anderen niederzuknechten sozusagen mit der Kapitalstrategie, weil es hier auch keinen deutlichen Widerstand, massiven Widerstand für die Arbeits- und Lebensbedingungen in Deutschland gibt, was ja natürlich diese Reproduktionskosten erhöhen würde und dann auch Spielraum für andere Länder hätte. Also es ist mir total wichtig, dass wir so blind nicht sind, dass es nicht Auswirkungen hat, unsere Politik, und dass es gerade aber umso notwendiger ist, hier für erstmal Reformprojekte mit einer Perspektive zu kämpfen. Und das war auch was N vorher meinte, wie in dem globalen Bereich wir uns sehen, als ganz, ganz klitzekleine soziale Bewegung. Ich habe auch nur eine geschildert. Wir sind ja vielleicht die kleinste der Bewegungen. Natürlich gibt es eine deutlich stärkere ökologische Bewegung. Natürlich gibt es eine deutlich stärkere gewerkschaftliche Bewegung, die auch schwach ist in der Bundesrepublik. Also das ist zur Einordnung. Und trotzdem finde ich das
trotz allem sehr erstaunlich, dass seit 2 Jahren es in der Bundesrepublik überhaupt möglich ist, über Revolution zu sprechen. Also und zwar in solchen Größenordnungen wie hier in diesem Saal. Wir waren vor einem Jahr mit diesen unterschiedlichen, ich weiß nicht, wie ich die Entfernung hinkriege, mit hier ganz unterschiedlichen Menschen, die ich versucht habe, ein bisschen plastisch zu machen, hier in diesem Saal. Und es ging zu dem Thema Revolution. Also natürlich stehen wir nicht vor der Revolution, ich hoffe, das ist euch auch klar geworden, aber man darf wieder darüber reden, dass es nicht nur um Reformmaßnahmen geht, sondern dass mit den Reformmaßnahmen auch immer deutlicher wird, dass damit auch wirklich grundlegende Veränderungen des Systems, sage ich es mal ganz vorsichtig, notwendig sind. Und da finde ich nun, und das vielleicht kann ich einbeziehen, die 4-in-1-Perspektive schon. Ihr habt diese 4 Arbeitsbereiche, was ich total wichtig und richtig finde. Es ist eine politische Erfahrung, das kann ich jetzt überhaupt nicht theoretisch ableiten, doch ein Stück weit schon. Ich finde das Neue an unserer Care Revolution-Idee, dass wir tatsächlich von einem Bereich, der immer Frauen zugeordnet wird und natürlich im Kapitalismus ja tatsächlich also grundlegend unsichtbar bleibt, aber zu der Kapitalverwertung und überhaupt zum Bestehen des Kapitalismus absolut notwendig ist, dass diese unbezahlte Reproduktionsarbeit, die wir eben in den 70er Jahren das letzte Mal breit artikuliert haben, wieder im Raum steht und das als Grundlage für eine Veränderung gedacht wird, das finde ich schon erstmal gar nicht selbstverständlich und mutmachend, zumindest wenn ihr die Situation in der Bundesrepublik Deutschland kennt. So, und das heißt jetzt überhaupt nicht, dass diese anderen Bereiche deswegen jetzt weg vom Fenster sind politisch, sondern das ist ja auch das Spannende, dass wir mit dieser unbezahlten Sorgearbeit oder mit dem Begriff Sorgearbeit oder Care-Arbeit, wie immer ihr es lieber haben wollt, auch die bezahlte Arbeit reinbekommen. Das sind wir ja schon bei den Lohnkämpfen, also bei der Lohnarbeit, Arbeit im Care-Beschäftigtenbereich. Und das hat sich in der Bundesrepublik Deutschland, vielleicht könnt ihr es ein bisschen bestätigen, auch ein Stück weit geändert, dass es über die unbezahlte Arbeit wird in gewerkschaftlichen Kreisen immer noch wenig gesprochen, aber dass die bezahlte Care-Arbeit der Erzieher, wir machen gerade Tarifauseinandersetzungen mit Aufwertungskampagnen für Erzieher und Erzieherinnen, das sind doch alles keine Selbstverständlichkeiten. Und da haben wir schon die erste Verknüpfung zur Lohnarbeit. Und die zweite Verknüpfung zur Lohnarbeit ist eben die, dass es, solange wir machen, das wurde ja am Anfang, am Freitag schon gesagt, dass wir selbst dazu neigen, die unsichtbare Arbeit, unbezahlte Arbeit sozusagen klein zu reden. Solange wir die unbezahlte Arbeit, dieses 1,7-fache, nur ganz vorsichtig geschätzt in der Bundesrepublik Deutschland der Erwerbsarbeit ist, wenn wir die ins Zentrum stehen, dann wird eben ganz deutlich, dass die Lohnarbeit deutlich verkürzt werden muss. Und das ist genau eure radikale Arbeitszeitverkürzung, Erwerbsarbeitszeitverkürzung von der 4-in-1-Perspektive. Und der nächste Bezug ist der, dass wir der Meinung sind, und das ist jetzt wieder eine strategische Frage, wie kommt man zu einer Revolution? Nicht indem irgendwelche Eliten nun meinen, sie hätten irgendein tolles Konzept entdeckt, sondern indem es überhaupt mal wieder notwendig, möglich wird, dass ganz ganz viele unterschiedliche Gruppen die Zeit bekommen, sich überhaupt mal wieder politisch engagieren zu können. Also das ist eine grundlegende Sache und das haben wir im Care-Bereich ganz massiv. Wir haben Organisationen von pflegenden Angehörigen, die uns unterstützen, die Teils des Netzwerkes sind. Die sind noch nicht mal hier vor Ort. Denn wie können die sich das vorstellen? Die haben Pflege rund um die Uhr, wir machen das über Internet und so weiter. Das ist alles höchst kompliziert, aber dass es möglich ist, mit Privatpflegenden, also unbezahlt Pflegenden, mit privat schwerstbehinderte Kinder betreuenden Menschen, auf der einen Seite, auf der anderen Seite mit diesen Care-Beschäftigten, die ja in ganz anderen Verhältnissen kämpfen, also über wer die jetzt die ganzen Auseinandersetzungen machen und dass wir uns da begegnen und austauschen und die einen von den Verdi-Gewerkschaftskämpfen sprechen und die anderen von ihren Auseinandersetzungen, dass sie mit dem Pflegegeld eben sofort in Armut und Hartz IV geraten, das finde ich höchst interessant und noch viel, also
also der dritte Bereich ist eben wirklich, dass auch junge Leute sich da angesprochen fühlen, weil die null Bock auf dieses Lohnarbeit ohne Ende und Karriere ohne Ende und überhaupt nicht sehen, wo sie da überhaupt eine Perspektive haben sollen. Also dies zusammenzubringen, und das ist vielleicht der Unterschied zu 4-in-1-Perspektive, wirklich von der Sorgearbeit, von dem Unbezahlten, von einem Teil, einem Viertel in eurem Projekt, das ins Zentrum zu stellen für diese Transformationsstrategie. Und von dort aus die anderen Bereiche zu beleuchten, auch das Muse kommt ja auch nicht, das Wort wird in dieser Care Revolution, also das Muse kommt nicht für euch, aber es habt ihr wieder neu politisiert natürlich, das wird in dieser Care Revolution auch einen zentralen, hat immer wieder einen zentralen Stellenwert hineinzubringen. Mensch, gelingendes Leben, was ist es denn? Arbeit ohne Ende, ist das unsere Perspektive? Also da glaube ich, dass diese 4-in-1-Perspektiven in unserer Strategie sehr gut aufgehoben ist. Aber wie gesagt, bitte, es war ein kleiner Einblick in eine feministisch-marxistische Werkstatt, wenn ihr es so wollt. Und wir sind halt ein ganz klein bisschen stolz darauf, dass wir es wenigstens praktisch umsetzen können, an dem einen oder den anderen Punkt. So ist die Situation in der Bundesrepublik Deutschland. Wir sind weit davon entfernt, von Kämpfen aller Art, die richtig deutlich werden. Das hätte ich mir auch anders gewünscht, aber das ist der Stand. Damit müssen wir und ihr auch leben. Herzlichen Dank an die drei, die hier oben gesprochen haben, und die Massen, die im Saal gesessen und aber auch aktiv teilgenommen haben. Ich kann nur sagen, Revolutionen kommen oft relativ überraschend. Und da wäre ich nicht so pessimistisch vielleicht wie Gabriele, dass auch in Deutschland nochmal was passieren kann. Ich wünsche uns allen noch ein gutes Verdauen dieser Impulse und einen guten Abend. Um 20.30 Uhr geht es hier weiter, und jetzt könnt ihr euch materiell stärken.